So, die Schiffe kommen jetzt ja auch in der neuen Welt jetzt an, wieder, also an den Haupthafen. Und theoretisch könnten wir jetzt tatsächlich sogar Aluminiumprofile bauen. Brauchen wir das schon? Ne, eigentlich brauchen wir das noch nicht. Wobei, wir können ja schon einen Luftschiffhangar, könnten wir tatsächlich schon bauen, vom Ding her. Für den Transporter wäre auch nicht uninteressant. Man könnte überlegen, tatsächlich aber schon die Luftschiffe zu machen. Für einen schnelleren Transport, you know. Ja, mal Sachen abholen und sowas theoretisch. Ja, aber, ja. Aber dann ist es vielleicht auch nicht so gefährlich, weißt du, wenn du dann vorerst damit Sachen transportierst, dass sie abgeknallt werden, falls wir mit jemandem im Krieg sind, oder? Kannst du jetzt auch eigentlich komplette... Warte mal, machst du jetzt nur noch Luftschiffe dann, oder was? Brauchst du die Transporter dann später gar nicht mehr? Ich weiß es nicht. Den Hangar würde ich auf jeden Fall so oder so bauen. Auch jetzt ja, dann schon. Konkurrenten wird belagert. Warte mal. Wird belagert wo denn? Oh, tatsächlich. Aber nennenswert? Nee, also ein Linienschiff greift tatsächlich eine Insel an von Malching, gut, aber das schafft er nicht. Das schafft sie nicht. Aber es wurde tatsächlich was versucht, Mensch. So, machen wir dann da eins hin. Genau, für einen Hangar brauchen wir eine Aluminiumprofile. Dafür brauchen wir Bauxit und eine Köhlerei. Bauxit haben wir auf der Hauptinsel 8-mal. What the fuck? Ist vielleicht auch gar nicht so wertvoll, wie ich dachte. Genau, dann können wir das meinetwegen kurz einmal anbauen, das Bauxit hier. Einfach auch mal, um mal ein bisschen zu schauen, was wir hier so alles noch machen können. Vielleicht, ist ja vielleicht auch nicht uninteressant. So, dann bauen wir hier Lagerhaus hin, Bauxit hier, zack. Somit bauen wir jetzt, produzieren wir offiziell Bauxit. Das ist in 10 Sekunden immer da. What? Okay, das finde ich krass irgendwie. Nö, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, sagt er. Eine Köhlerei, Aluminiumprofile oder eine Aluminiumschmelzhütte braucht 1:30. Haben wir irgendwie gerade Arbeitskleidungprobleme? Immer noch 100 oder so. Vagabund. Was haben wir gemacht? Arbeitskleidung, mein Mann, ein bisschen mehr. Ja, aber was haben wir gerade mit Meilchen gemacht? Wir haben gerade Minus bekommen da. Ja, weil ich einen angespackt weg, ach so, also nicht angenommen habe. Ah. So, wir produzieren jetzt offiziell Aluminiumprofile. Nice. Ich mach noch ein paar. 1:30 braucht das Ding halt einfach, Alter. What the hell? Brauchen wir noch ein paar mehr davon drauf geschissen. Ah, wobei der Unterhalt ist ganz schön hoch, sehe ich gerade. Oh ja, wie viel den Minus? Ich mach mal wieder eines aus. Ah, komm, ich mach zwei aus. Was soll's? Dann machen wir erstmal nur eins. Warte. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Die Dinger haben 540 Unterhalt, Alter. What the hell? Halt. Haben wir die wenigstens dann schon mal gebaut, sagst du? So, neue Welt haben wir doch da angebaut, wie gesagt. Dann gehen wir wieder nach Cap Trelawney zurück. Das ist jetzt ja gerade die Hauptbaustelle. Und ich sehe gerade, bist du ordentlich am Ausbauen. Wie es denn sein soll. Ja, wie gesagt, wir brauchen halt noch ein bisschen Kleidung. Bist aber dabei jetzt gerade. Perfekt. Ich würde dann gerne aufrüsten. Oh, der ist genau falsch gegangen, der war ja wieder klar. Komm mal schnell nach da oben hin, bitte. Ein Konkurrent hat eine Siedlung. Frage, schaffen wir die? Ja, Mission 14 Minuten könnte zu schaffen sein, vielleicht. Kann sein. Meiden Sie die Minen mit Hilfe eines Echo los und tauchen Sie an der vorgegebenen Stelle. Muss ich erstmal zu Nathan fahren, weil ich habe kein Echolot. Wir brauchten all das Holz und das Eisen nicht mehr, so erfroren wie sie waren. Warte mal hier, Kaufpreis. Also hab ich mir ein Haus draus gebaut. Ah, wir können die Mission gar nicht machen von Nate. Wir haben kein Echolot. So, den müsst ihr erstmal holen, ja. Kaufen für 80.000 den billigsten. Hm. Sie ja, haben gut. Ein neues, ich werde die Mission dann wegwerfen jetzt, damit wir vielleicht schnell von dem eine neue bekommen. Ja. Bringt ja dann leider nichts anderes. Ah, da. So. Da geht's jetzt ab, Alter. Aufwerten ist angesagt. Aber wir haben kein Holz für Aufwertung. Nur noch ein dampfender Haufen, gar nichts übrig. Wobei, Bergungsschiff ist sofort da. Der hat ordentlich Holz geladen. Schiff vom Stapel gelaufen. Nächstes Linienschiff am Start. So langsam fühle ich mich auch sicher. Ein bisschen. Sie haben eine respektable Streitmacht aufgestellt. Ja, perfekt. Den schicke ich auch direkt nach Cap Trelawney mehr rüber, das Linienschiff, damit wir da auch was haben. Dann haben wir zwei Linienschiffe hier in der alten Welt. In der neuen Welt haben wir zwei Fregatten und ein Linienschiff. Dann spare ich auf jeden Fall jetzt nochmal auf noch ein Linienschiff. Dann reicht das erstmal. Also billig, also langsam summiert sich das halt schon, ne? Hier Kriegsschiffe minus 1200.
So. Und wieder zurück nach Kap Trelawney. Echolot ist da. Oder hier, Echolot, sag hier, Bergungsschiff. Und guck dir das Holz an, da ist es am Start. Ja, nice. Zack. Mmh, schmeckt das. Oh, schmeckt das, ja. Mhm. Und auf jeden Fall noch einiges mehr aufrüsten hier. Die sind gewappnet. Okay, du hast anscheinend ordentlich was ausgebaut, weil plötzlich sind alle Arbeiter weg, die ich gerade erschaffen habe. Mhm. Oh, was hast du denn gerade gebaut? Eisenproduktion. Ah, ich sehe schon, legst du direkt los hier. Aber ist auch wichtig, Eisen wird sehr, sehr wichtig werden. Allein auch schon wegen Stahlbeton und den ganzen Kladderadatsch. Weil ich sehe gerade, die ganzen Blaupausen sind fast weg von den Bauernhäusern, manchmal neue. Ja, perfekt, nicht auf. Wunderbar. Wunderbest. Und die ganzen Häuser müssen wir nachher einzeln einmal verschieben. Das wird doch wunderbar. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. So. Ups. Ja, ich sehe schon, du lässt da gerade nichts anbrennen. Ich mach einfach Copy-Paste. Ja, hab ich mir schon gedacht. Das hätte mir jetzt noch mehr gewundert, dass du so schnell klicken können. Da habe ich nochmal hier eine Feuerwehr jetzt reingebaut und all das. Wunderbar. So, die Flotte Biene ist irgendwo angekommen. Hattest du die irgendwo hingeschickt gehabt? Ah, das ist auch hier mit Baumaterial. Und wir werden jede Menge davon brauchen. Darum gehe ich aus, dass wir jede Menge brauchen, wenn ich 8 Bauxit allein auf der Hauptinsel in der neuen Welt habe und Bauxit 10 Sekunden brauche. Ja. Dann musst du das ja richtig hart brauchen. Gehe ich mal von aus. Sehr schön. So, damit kann das Bergungsschiff tatsächlich wieder zurück in die alte Welt. Ja. Zack. So, 50.000 haben wir gerade. Das ist okay. Ich guck mal kurz wegen Aufgaben, aber ich sehe auch gerade, wir verdienen kaum mehr im Plus, ne? Hört sich auf jeden Fall gut in Grenzen, ne? Noch bringt jetzt rum halt nichts, weil wir keine Handwerker haben. Lol. Natürlich. Wir zahlen bisher halt nur, ne? Ja, gut, aber dann geht's gleich richtig ab. Das sag ich dir. Also Aufgaben. Hand hat eine Aufgabe. Mal, Wurst mache ich mal an, Brot mache ich mal. Ich mach mal was an, ne? Warum nicht? Mach mal, ne? So, ich hatte mal eine Aufgabe annehmen. Bei ihr stehen wir gerade bei 60. Ich schau mal, wie viel Geld die Aufgabe geben würde. Zack. Vielleicht können Sie das Feuer tragen. Eine Gleitschutzaufgabe mache ich das nicht. Ich krag mal hier persönlich direkt mal nach bei Meiching am besten. Es gibt nichts. Schade. Was mit Silber? Wer auch immer. Schade. So, wie sieht's mit den neutralen KIs aus? Hier, Archibald. Das ist von großer Bedeutung. Abholaufgabe für 6000 Hörer, dafür bücke ich mich auf jeden Fall. Das ist okay. Ja, das ist okay. Volle Segel! So, Madame Kainat hat eine Aufgabe. Das Ding ist, Eli ist halt richtig beschissen gelegen mit seiner Insel. Der ist direkt neben den Piraten. Das könnte noch lustig werden, ey. Okay, und dann ab wieder zurück zum Kap Trelawney. Egal, wir sind wieder im Arbeiterminus. Ich werde mal wieder auf, oder was? Ja, komm. Zack. Was baust du denn die ganze Zeit? Ach, das Bier. Ja. Brot erstmal. Genau, ich sehe auch schon, Wurst steht. Seife steht. Ich hab kein Holz mehr. Das erklärt aber so einiges, warum plötzlich kaum Arbeiter da sind. Aber gut, dann läuft das auch gleich an. Perfekt. Wir dürfen ja gleich sprießen. I hope. Bereit für neue Befehle. Genau. Weil auch gut Geld gerade aus, ne? Sorry. Na, alles gut. 32.000 haben wir noch. Ach so, ja, im Minus sieht es gerade nicht so gut aus, das stimmt. Aber dürfte jetzt alles dann ja anlaufen. Und dann haben wir alle Grundbedürfnisse für die Arbeiter und dann können wir zu den Handwerkern direkt weiterschreiten. Und dann wird da drum geballert. Ja. Guck ich mir nochmal schnell mal die Route an. Du hast 3 Schiffe jetzt da. Nur 3? Ja, Tatsache. Ja. Das ist gar nicht so viel. Wenn du magst, kannst du noch einen Clipper dazu nehmen, weil es dann übrig haben. Was nicht undenkbar ist. Warte, da kommt gerade ein Clipper an. Ich entlade den und dann würde ich den dazu stecken. Okay. Rum sowieso. Wird so schnell dann weggehen, wenn wir das dann hier benutzen oder verwerten lassen. So, wir werden natürlich auch später versuchen, alle möglichen Gerichte und so zu machen oder auch die ganzen Kaufhäuser, die es nachher gibt, auch jedes Produkt dort anzubieten. Wir versuchen das Maximalste rauszuholen. Das wird auf jeden Fall krass. So, dann hier ab in die Route hier. Handelsroutenmenü öffnen.
Ah, wir brauchen natürlich Holz gerade. Ja. Kein Holz würde ausgehen, wir brauchen Lagerhäuser. Hab ich nicht dran gedacht gerade. So, und das vierte Schiff ist jetzt auch dabei. Flaggschiff kannst du zurück in die alte Welt, um Stuff aufzusammeln. Nehmen wir mal bitte anders, sorry. Steuermann? Geh mal bitte direkt zu unserer Hauptinsel, dankeschön. So, alte Welt. Bergungsschiff ist noch nicht da, okay. Wo befindet sich das denn eigentlich? Oh, ist schon gleich da, never mind. Soll sagen, wir haben mittlerweile schon echt auch viele Schiffe umherfahren. Gefällt mir. Ach genau, neue Welt, können wir kurz schauen. Wegen dem Welt, genau, wegen dem Hangar meine ich. Genau. Das Ding ist, der Hangar kostet natürlich in der jetzt hier in der neuen Welt 50.000 Dollar, ne? Das würde ich sowieso erst bauen, wenn wir wirklich gut Geld übrig haben. So, aber Aluminiumprofile, wir können mal kurz mal gucken. Nicht hier. Da sind sie, haben wir 4 Stück. Ja, guck mal. Geht ab. Ja, Sasse. Aber bitte, wir haben 1000, ne? 1000 Minus verdienen wir gerade. Ich habe auch nur ein Ding an. So, Wurst wird gerade filzig. All die Briefe voller Dramen, die hier eintrudeln werden. Liebesbekundungen, Drohungen. Weißt du was? Ich werde in Cap Trelawney mal ein Postoffice aufmachen für die lokale Versorgung. Ich will gucken, was das bringt. Geht gerne. Ach, dafür brauchen wir auch 15 Aluminium, habe ich nicht. Und pro Briefkasten brauche ich auch 5 Aluminium. Pro Briefkasten 5 Aluminium, ist klar. Ich muss wahrscheinlich noch warten. Nevermind. Ah. I see, du brauchst ordentlich Holz, aber wir brauchen auch ordentlich Arbeiter, ne? Aber, oh, nevermind, das klingt jetzt ja gerade richtig. Ah, jetzt kommen die Luxusgüter jetzt langsam an hier. Die Bedürfnisse, eher gesagt. Wurst wird langsam gefüllt. I see. Und vor allen Dingen, wenn wir das Bier... Ja, ich habe alles angeworfen. Auch Bier? Bier noch nicht. Bier habe ich noch nicht angeworfen. Aber wenn Bier ins Laufen kommt, dann gibt es auch nochmal richtig Cash. Dann dürfte das auf jeden Fall alles auffangen, eigentlich. Ich sehe schon, hier oben hast du ordentlich angefangen mit dem Brot. Jojo. Das Ding kommt an kein Lagerhaus an. Ach, deswegen, ne? Es kommt an kein Lagerhaus. Ich habe jetzt ein Lagerhaus kurz ausgebaut, da unten bei der Schmiede, weil da kam ein Stahlwerk nicht an, ne? An ein Lagerhaus. So, ja. Passt aber. Sehr schön. Ich bin stolz. Jetzt müssen wir aber gerade erstmal gucken, wegen des Geldes. Ja, allerdings. 19.000 ist jetzt gar nicht mehr so viel. So, Nate hat eine Aufgabe. Wenn du diese Gelegenheit, dann nichts wie los. Wir müssen ein Ding nur absuchen da oben. Wir wenden uns nur an die, denen wir zählen. Willst du annehmen? Wir zählen auf dich. Kannst du dich kurz darum dann kümmern? Ich gucke mal wegen dem Echolot. Sind unterwegs. Müssen gleich direkt zurückschicken. So, hier Treibgut einsammeln bitte für Herrn Blake. Und einmal bitte zurück. Dann fahren sie mal los. Genau, wie gesagt, Handaufgabe nehmen wir erstmal nicht an. Ach ja. So, Geld ist gerade wieder ein bisschen mehr auf unserer Seite, aber nicht viel. Reife läuft auch gerade gut an. Brot braucht noch ein bisschen. Ja. Wenn das läuft, gibt es dann ja auch noch mal ein bisschen Cash zurück. Achso, ja, entspannt. Nichts los. Wir können uns mal kurz nochmal die KIs angucken, wenn wir schon mal gerade hier sind wieder. Das sieht ganz clean aus, auf jeden Fall, wie sie bauen. Das stimmt schon. Aber jetzt Handwerker sehe ich zum Glück noch nicht. Hätte mich aber nicht gewundert, hätten sie schon welche. Aber sie haben schon tatsächlich hier so Krankenhäuser und so. Und eine Universität. So weit sind wir zum Beispiel gar nicht. Hand. Ebenfalls so weit wie die mit Streit. Aber ich glaube, die sind eh alle immer ungefähr gleich auf. Mhm. Bei Hand findet gerade der städtische Karneval statt. Aha. Hier bei uns geht das der Schnaps gerade aus. Bei Kleidung und so macht sie auch schon alles hier. Hat dabei. Du meinst jetzt in Cap Trelawney oder in der alten Welt? Capture-Laune. Ich würde sagen, wir gucken mal kurz bei der alten Welt, wie es da eigentlich da jetzt immer noch aussieht. Dürfte eigentlich trotzdem weiterhin stabil sein. Ja, ist wahnsinnig stabil. Das passt schon. Sehr schön. In die Takelage! So. Echolot ist da. Dann füllen wir den mal schnell voll. Nee, lohnt sich nicht. Machen wir wieder so. Und bitte ab schnell zurück. Hier. Das schaffen wir eigentlich von der Zeit her schaffen. Auch. Sehr schön.
Und ich sehe gerade, das Minus ist nicht mehr so stark, ne? Noch minus 200 gleich. Und wenn das dann gleich alles richtig läuft, dürfen wir echt wieder ordentlich ins Plus kommen, generell. Auf jeden Fall haben wir gleich alles erfüllt für die Handwerker, theoretisch. Das ist auch ganz geil. Nähmaschinen würde ich dann auf dieser Insel auch schon mal, dann wenn wir Handwerker haben, müssen wir sowieso an Mann bringen. Das Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. So, Linienschiff ist hier. Das heißt, auch in Cap Trelawney haben wir jetzt Verteidigung. Sehr schön. Hier, diese Abwurfwaren, das finde ich noch interessant. Aber guck mal, wenn man draufklickt, dann werden auch die Fabriken direkt rausgeholt hier. Was? Mit Seeminen finde ich schon irgendwie heavy und mit Bomben. Bin ich gespannt. Es muss was legen, das ist ganz witzig. Ja, aber es muss doch Geschütze geben für die Luftschiffe. Ja, gibt's ja anscheinend. Ja, aber haben wir noch nicht. Also dieser Flammenwerfer ist, glaube ich, nicht dafür gedacht. Nee, Flakgeschütz gibt's doch. Ach ja. Bin doof wie sonst was. Da gibt's bestimmt aber dann später auch noch die eine heavige Variante, gehe ich mal von aus. Stimmt. So. Ja, we wait. Oh, das ist immer noch am Wachsen. Dann würde ich jetzt gucken, dass wir erstmal ein bisschen Geld rankarren durch Mission und dann würde ich sagen, dass wir das Bier direkt anhauen. Damit wir da noch mehr Cash raus... Oder du kannst auch das Bier jetzt schon, wenn du möchtest, langsamer ans an Start bringen. Ja. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Hiervon brauchen wir nichts mehr. Kann ich einmal abladen. Wobei, wie teuer bist du? Ja, da gibt es 2700... Haben wir noch andere Items? Also wenn wir zum Meer gehen, könnten wir einige Items schon verkaufen. Von dem einen bekommen wir 21.000. Von welchem? Von dem einen Büchlein. Ich brauch's nicht. Doch, das benutzen wir. Das wollte ich. Das genau das wollte ach, ich. Ach, einkommt pro Haus, ja. Stimmt, das ist gar nicht so ungünstig. Ja, vergessen Sie, was ich gesagt habe. Mann, genau, ich wollte dich überraschen damit. Es tut mir leid. Und dann nehme ich das andere Schiff aber gleich und verkaufe damit ein paar Sachen. Weil die anderen Schiff Items würde ich dann jetzt aber dann doch schon sagen, brauchen wir nicht. Befehle? So, genau, die anderen Items hier. Gusseisener Ofen, da könnte man kurz gucken. Beeinflusst alle Lebensmittelproduktion plus 30%. Das gibt bessere. Verkaufe ich. Wenn wir so früh eh noch nicht benutzen. Wir nehmen nur direkt das Beste vom Besten. Dann nehmen wir das Höchste noch mit. Du bist auch noch am teuersten. Was kannst du? Nichts Interessantes. Kommst mit. Wir verkaufen euch. Zack. Kurs setzen. Aber Aluminium wird nicht nur für die Luftschiffe selbst, sondern auch für ihre Ankerplätze gebraucht. Ich merke schon jetzt mittlerweile, du brauchst für alles Aluminium. Lufthäfen. Genau, habe ich ja eben schon mal vorgelesen. Das ist das erste Lagerhaus auf der Insel, bla 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 bla. Ich hoffe, ich verstehe das jetzt nicht. Ach du Scheiße, ist ja auch nochmal so ein riesen Oschi. Sieht aber geil aus, das Gebäude. Aber erstmal wollen wir sowieso ein Hangar. Hangar, wie auch immer. Süß. Mit rumstehen kann man keine strahlende zu. Könnte man auch vielleicht überlegen, ein, zwei Items nachher zu verkaufen. Nicht nur nachher, vielleicht auch jetzt schon. An sich haben wir ein paar Schiffe hier übrig. Was kannst du? Ja, ne, gibt's bessere Spieler. Bringen Sie frohe Kunde. Warm, Junge. Paladrio, das macht mich froh. Das freut mich doch, dass sich das froh macht. Haben wir beide drauf geschissen. Ab nach Cemento, Sachen verkaufen. Sind unterwegs. Weil wir brauchen die Sachen halt echt nicht. It is einfach true. So, dann sammelst du jetzt gerade was ein hier für Cemento. Haltet sie auf Kurs. Wie viel gibt's da nochmal an Geld? 6.000 sind so ein Zigarrenkenner. Ah, der Zigarrenkenner sieht an sich jetzt schon mal nicht scheiße aus von seiner Fähigkeit her, aber für die Zigarrenmanufaktur gibt es auch bessere Sachen. Also die würde ich verkaufen, wenn das für dich fein ist. Ja, kannst du mir sagen, wo das Bergungsschiff ist? Auf dem Weg schon. Wo denn? Das müsste jetzt noch zwischen Cap Trelawney und Alte Welt liegen. Müsste gerade nach Cap Trelawney fahren. Er soll erstmal den Stuff abladen und dann die Mission machen. Kurs gesetzt. Nochmal schnell gucken. Genau, Bergungsschiff ist auf dem Weg. So. Malching scheint eine Aufgabe zu haben. Ich schau mal. Bitte sehr. Sie müssen wir machen. Wie ich sehe, entspannt. Sie hoch hinaus. Mach ich mal fix fertig hier. 12 Bretter. Ich da auch exakt. Zack. 12 Bretter. Und ab runter mit. Ah, der fährt jetzt wahrscheinlich erstmal dann über das Piratengebiet, mein Schiff, ne? Dann schicken wir es erstmal nach da und dann zum Malchingshafen.
So. Geld ist immer noch kritisch. Die zweite wichtige Sache, die wir brauchen, ist Helium. Es wird eine Weile dauern, bis wir genug produziert haben, um ein Luftschiff damit zu füllen. Also fangen wir besser gleich damit an. Aber nur, wenn wir einen guten Kontostand hätten. Auch können wir das nicht machen, du. Helium sammeln ist noch nicht drin. Ich überlege gerade, irgendwas müssen wir stoppen. Wir kommen gerade nicht aus der Schuldenfalle. Dann stoppe ich das Aluminium-Ding in einer neuen Welt. So ganz krass brauchen wir es jetzt ja auch noch nicht. Zack. Direkt plus. Was kann ich für dich tun? Bauxit mache ich auch direkt aus. Bauxit sieht seltsam aus. Aber mit ein bisschen Magie liefert es uns das Leichtmetall, das wir brauchen. Wenn sie das sagt. Wir haben eh schon 89 Bauxit direkt. Das reicht ja sowieso erstmal. Sehr schön. So, wir verdienen jetzt wieder 1000 im Plus. Ist das nicht phänomenal? Sie haben ein neues und wir haben die ersten Handwerker. Erreicht. Jetzt auch direkt Rum kriegen. So, kurz mal gucken, wie viel Rum haben wir eigentlich mittlerweile hier. Ah, 239. Ja, moin. Da würde ich aber erstmal Bier anwerfen gleich. Ja. Verständlich. Es gibt ja auch nochmal einen richtigen Schub hier. Bei Pelzmäntel müssen wir dann tatsächlich in einer neuen Welt schauen, dass wir da diese Seide ans Laufen kriegen, ne? Bei Baumwolle. Aber machen wir auch dann gleich erst, wenn das Cash am Start ist. Rumläuft ja schon mal. Bei was war Bier nochmal, das ist die Aufteilung? Ah, ja, ich mach das immer so. Ich weiß nicht, ob es ganz so korrekt ist. Auf jeden Fall natürlich, ne, eine Metzerei. Drei Getreide, zwei Hopfen, ne, ja. Ich habe immer drei Hopfen gemacht. Kann das so gedruckt werden? Oh, eine. Ich habe immer, ne, zwei Weizen, eine Metzerei, drei Hopfen. Weil die brauchen 1 Minute 30. Du hast dann zweimal Bier. Ne, warte mal. Kannst du immer nochmal schauen. Ja, stimmt, das ergibt Sinn. Ne, ist gut. Genau. Ah, kann auf jeden Fall so veröffentlicht werden. Zufriedene Leute haben wir am Start wieder. Sehr gut. So, bei dem einen Hopfending kommt kein Lagerhaus an. Warte mal. Oder verschiebe ich das einfach hier kurz. Warte mal, es kommt an. Alles klar. Alter, haben wir absolut kein Geld mehr, ey. So, eine Bierproduktion ist jetzt am Laufen. Mehr als bereit. So, ich verkaufe jetzt kurz ein paar Items. Hm. Ich müsste das Geld wieder flüssig sein. Ich baue jetzt weiter, zack. Pflicht erfüllt. Zeit für ein Nickerchen. So, Silver hat eine Aufgabe in der alten Welt. Schaue ich mir auch direkt an. Lohnenswert. Die haben bieten gerade ganz schön wenig Geld an. Was ab? An. Ja, was soll irgendwie das? Schon. Schämen sie sich. So, hinter. Das ist eine einfache Mission. Da können wir auch kurz mit dem Flaggschiff machen, das ist schneller. So, wunderbar. Silver gehen wir direkt hin. Malching läuft. Genau, Malching. Die Aufgabe können wir auch schon demnächst abschließen. Jetzt können wir dich nämlich jetzt direkt dahin schicken, ne? Ja, ja. Auf Kurs halten! Wunderbar. So, die Dinger sind auch gleich beim bei Samento angekommen. Hat eine Siedlung errichtet. Moment mal, jetzt habe ich die, glaube ich, gerade komplett falsch geschickt, ne? Ah, lol. Haltet sie auf Kurs! Falsch geschickt, das passiert schon mal. Jetzt kann ich dich aber hier hinschicken, auf ne? Kurs halten! Du drehst nicht um. Ne, tust du nicht. So, jemand hat irgendwo was angebaut. Capriccioni. Achso, die kleinen Inseln. Ja, ja, ja. Ist an mir tatsächlich am liebsten, wenn Malching die anbaut. Weil das ist sowieso wahrscheinlich der erste Typ, den wir sowieso angreifen werden. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Sehr schön.